So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 14. Ja, ich habe hier die erste Aufnahme-Session habe ich halt beendet. Grund war ja halt gewesen, weil die Zeit direkt schon abgelaufen ist. Aber wir sind jetzt in der Instanz und können hier gepflegt einfach hier mal schön die mit euch diesmal mit meiner Waldläuferin die Instanz machen. Klar, wir haben jetzt auch da sehr lange das Bestiarium gemacht, was ja auch nicht wirklich schlimm war. Im Gegenteil, war ja schon irgendwo nützlich gewesen, dass wir ein bisschen das gemacht hatten. Ja, auf jeden Fall habe ich euch auch erzählt gehabt, woran, wie das halt gekommen ist mit dem Satz, den ich ja gesagt hatte. Und ich habe es euch ja erklärt gehabt, dass die Frage an meine besten Freundin gerichtet war, weil sie das Spiel ja schon gespielt hatte und somit auch hier alle Fahnen schon damals schon gesammelt hatte. Und ich wollte einfach nur von ihr halt wissen, wie man nochmal da drauf kam. Aber ja, so. Das war halt von der letzten Folge eine kleine Zusammenfassung, die ich euch jetzt erzählt habe. Und ja. Und ich weiß, ich habe hier viel erzählt gerade. Und jetzt muss ich einmal gucken, meine Güte. Ich werde hier. Moment einmal, ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. So Leute, ich bin wieder da. Das war mein Ehemann. Und ich bin Stufe 22. Yay. Ja. Eine Stunde, okay. Nein, ich muss, mein Mann hat mir gerade eine Sprachnachricht gelassen und kann sein, dass ich hier auch gleich nach der Dungeon weg muss. Ja, ja, kann sein, dass ich jetzt wieder mal ein bisschen ruhiger bin, weil ich so eine ganz komische Nachricht bekommen gerade, wisst ihr das? Die mich auch gerade ein bisschen beunruhigt, wenn ich ehrlich bin.
kann sein, dass ich auch gleich telefonieren muss. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier auch mein Handy habe. Ja, habe ich. Nein, das ist noch nicht der Boss. So, das ist so halt einer der Bosse. So, ich muss einmal noch was schreiben. Ja, das ist halt, ne, etwas, wo ich sage, verdammt. Leute, na ganz ehrlich, ein Mann ist manchmal echt. Weißt du, er macht einen erst Angst, ja, weil er hat ja einen Termin, weißt du, und, oder wisst ihr? Und dann,
Oh. Ja. ja. Das war, ja. So, hier ist eine Schatztruhe. Natürlich. Oh, zu weit entfernt. Yay! So. Das hier schon. Moment mal ganz kurz, Leute, ich muss hier einmal Mute machen. So Leute, ich bin wieder da.
werden wir wieder. Hier. Okay, die haben wir schon bereits. Das. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, werde ich einmal mich fertig machen. Ich muss da hin. Moment, einmal ganz kurz. So Leute, da bin ich wieder. Ja, Entschuldigung, ich war gerade am Telefonieren.
Jetzt werden, also haben wir haben es geschafft. Wir haben die Innie, die Dungeon in Final Fantasy haben wir jetzt hier fertig gemacht. Ja, oh, was soll ich dazu noch sagen? Wir sind schon 24 Leute, 24 hier, überlegt euch das mal. Und unsere Quests, Flussfischer, ein zweites Zuhause, verbitterter Herz. Achso, ja, okay, ja. Ja, jetzt gucke ich mal einmal, wie lange wir hier schon aufnehmen. Ach, okay, wir haben noch 9 Minuten. Das ist ja noch alles okay. Ach, Leute, ey. Wir sind auf jeden Fall schon Stufe 24. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist gerade. Ja. Wir werden jetzt nicht anfangen, die Klassenquest zu machen, weil das wäre ja ein bisschen ja, sinnlos. Wir werden gucken, dass wir uns jetzt den letzten oder die zwei letzten hier holen. Die Raptorenwilderin, die hier auch irgendwo rumlaufen müssen. Und die wilde Kai, ja. Die wilde wilden Kailas. Oh meine Güte, ey. Leute, ganz ehrlich, na, wenn Menschen euch wahnsinnig machen mit Aussagen, ja, tut mir einen Gefallen und bewahrt wirklich die Ruhe, egal was die dann schreiben, weil das Problem ist nicht, dass sie, ein Nerven? Nein, nein, das will ich nicht sagen. Das Problem ist einfach, dass die sagen, ja, da, 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 mach das, da, 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 und hier und da, da, bla, 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 ne? Weil das hat gerade mein Mann halt auch gemacht und es ist doch trotzdem alles gut und ich saß hier wirklich und hab halt schon richtig, richtig Bange gehabt. Ja, was jetzt los ist, weil ich bin ja nicht mitgefahren zum Termin. Und dann habe ich mir auch so halt Gedanken gemacht. Ja, warum schreibt er das? Ja, mit einer Stunde und, ne, und wo ich mir denke, Alter, weißt du, überlegst du mal, wie ich mich fühle? So, und das heißt, bevor ich morgen Assassin's Creed aufnehme, werde ich wohl oder übel nach muss ich halt noch was erledigen, weil das doch irgendwo schon ein bisschen wichtig ist gerade. Und was ich auch dann direkt auch machen werde. Ja. Nein, das ist ein Fade. Das wollten wir jetzt mal nicht machen, weil, okay, müsste ich mich eh anpassen, aber egal. Ja, ich sitze hier, ich habe Bauchschmerzen, mir ist gerade tierisch schlecht, wisst ihr das? Weil ich komplett so angespannt bin, ja, und mir solche Sorgen um ihn gemacht habe, weil er ist ja eigentlich beim Arzt gewesen, wegen seinem Knie. Und dann schreibt er, ja, das, mache, wenn das passiert, dann mach das, so. Versteht ihr, was ich meine? Es war wirklich für mich gerade sehr schlimm, ja, weil ich nicht wusste, was ist jetzt mit ihm, was meint er jetzt damit? Was ist los? So, wisst ihr, was ich meine? So, und wo ich mir auch denke, ey, Alter, ja, du kannst doch nicht einfach was schreiben und sagen, oh, ja, war nur Spaß, oder, ne? Nicht Spaß, er hat jetzt halt darauf keinen Spaß gemacht, ne? Was ich halt damit sagen will, ist einfach, dass er, ne, unnötig Stress verursacht und, ja,
Und auch Sorgen machen, ja, die Sorgen, ne, dass ich mir sage, okay, es ist wirklich scheiße, auf gut Deutsch, ja, und es ist wirklich fies, jemanden unnötig Sorgen zu machen, ja, und dann zu sagen, ja, hier, das. So. Ich meine, die Personen wissen doch oder weiß, Moment mal, wenn ich jetzt meiner Frau unnötig Sorgen bereite, dann geht es ihr wieder, also in, ja, was heißt dreckig, ne? Aber ich habe, wie ihr gemerkt habt, habe ich in dieser Folge kaum mehr weiter sprechen können, wisst ihr, weil ich einfach nicht wusste, ja, was ist jetzt los, warum sagt er das, wieso und weshalb und hier und da. Und dann hinterher kommt, ja, ist alles gut und hier und da und bla bla bla. So, versteht ihr, was ich meinen würde, ne? So, es ist, ne, etwas, wo ich sage, okay, das ging wirklich zu weit. Ich, ohne Mist, ich sitze hier wirklich mit richtige Bauchschmerzen. Ne? Ich habe extreme Bauchschmerzen. Ich habe Sodbrennen schon. Ne? Ich bin gerade nervlich so am Ende, ne? Wo ich sage, ey, Alter, am liebsten, ne, möchte ich dich gegen die Wand hauen. So. Und ja. Und ich sage, oder wisst ihr, ich meine, klar, wenn man, klar, mache ich mir, das heißt nicht, dass ich mir keine Sorgen um meinen Ehemann mache, ne, nein, die mache ich mir schon, ne, das ist ja nicht das, was ich jetzt damit sagen möchte. Es geht einfach darum, dass man halt, sagt, okay, hier, pass auf, dass, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in eine Stunde nicht melde, kannst du bitte da und da anrufen, so. Verstehst du, oder, ne? Weil mein Mann ist Diabetiker, so. Versteht ihr, was ich meine mit der Stunde jetzt, ne? Nicht, dass jetzt andere sagen, oh, ja, Baby, was? Nee, nee, die Stunde hat wirklich damit zu tun, was, ne, nach dem, was mein Mann halt betrifft. So, jetzt gucke ich einmal, wie lange wir aufnehmen. So, die 2 Minuten machen wir jetzt eine kleine Reflexion. Was haben wir vorher gemacht? Wir haben halt, wir sind in der Dungeon reingekommen. Wir haben halt, ja, waren halt in der Glockenturmine. Auf jeden Fall waren wir in einer Dungeon und haben da halt ja, die Hektatronchiren, glaube ich, hieß das, bekämpft. Wir haben für die Quest zu tief begraben. Da mussten wir ja einmal in die Dings. Dafür halt, was mache ich jetzt da? Einfach mal dafür in die Dungeon rein. Oh, Moment. Ein Moment.
So, auf jeden Fall haben wir hier halt die Dungeon gemacht. Dann kam das mit meinem Ehemann, wo er halt mich hier komplett aus der Bahn geworfen hat. So, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, lernen wir wohl einen Tanz, einen neuen. Ich schätze mal, das ist hier mit dem Tanzen. So wie ich das hier, wo ich beim rübergegangen bin. Und ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Reinschauen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, unterstützt mich auf jeden Fall. Ich würde mich halt freuen. Folgt mir auf Twitter und Facebook, ist alles in der Info. In der Kanalinfo steht alles drin und ich habe das auch verlinkt. Da ist so ein kleiner Banner, wo ich dann halt überall drin bin. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen angenehmen Restwoche bis zum Wochenende. Morgen fängt ja das Wochenende an und wir sehen uns dann später wieder. Bye, bye.